Kirsti, die Weihnachtsfeiern sind aber so eine Gelegenheit, wo die Teams zusammengeschweißt werden und wo der Chef was Gutes da kann. Und von so einer Geschichte hätte ich dir gern erzählt. Bei der Firma von Hans Huber Hoch und Tief, da läuft in den letzten Monaten viel schief. Er hat so viel Arbeit, dass er sich nicht davon geht, aber nicht, weil er keine Leiter gelang. Teambuilding mit den Mitarbeitern, das war richtig. Social Engineering ist laut Wirtschaftskammer wichtig. Er überlegt, wer konnte da was organisieren, vielleicht hat das zu einer Wende fürs nächste Jahr führen. Die Weihnachtsfeier, das war die Gelegenheit, einmal wieder richtig feiern, das war gescheit. Er braucht dann so eine nette Muse noch dazu und organisiert ein Essen mehr weg nur. Alles ist schön hergerichtet, die Kerzen brennend. Es ist fein, dass die Kollegen ein wenig ratschen können. Die Ansprache vom Chef sollte motivieren. Man kann die gute Stimmung eben so richtig spüren. Es gibt viel zum Trinken, was Gutes zum Essen. Da kann man die Alltagssong schon vergessen. Die Muse spielt, es wird tanzt und gelacht. Es gibt die Ehrungen, ein Diplome um Mitternacht. An Sepp hat es gefallen. Er hat ein wenig zu viel getrunken. Der Kölner hat für den Sepp schon ein Taxi gewunken. Er hilft ihm in Anorak und sucht nach seinem Hut. Es ist alles lustig, entspannt, die Stimmung gut. Der Kölner fragt den Sepp, hat eh alles passt? Da war er einen schwankenden Sepp und der Dirksen fasst. Muss ich die Bierl, die Schnapse, es war so fein, die Stuhle essen gerade, so soll der Weihnachtsfeier sein. Ich war aber nicht mehr können. Aber es war so gut. Wollte nichts überlassen, weil man das nicht tut. Ich habe das Gefühl, vor lauter Essen tut mir die Wampen weh. Da sagt der Kölner, das ist schon klar, das war ja ein Buffet. So kannst du da gehen, wenn du gelernt hast, dass du nichts überlassen darfst. Pfiat dich.